Mein Name ist Christian Krottendorfer und ich darf der Bürgermeister dieser wunderschönen Marktgemeinde hier sein. Röschitz ist ja seit Jahrhunderten geprägt vom Weinbau und das sieht man auch an unseren langläufigen Kellergassen. Wir stehen hier in der Marktwegkellergasse und die Marktwegkellergasse hat sich in den letzten Jahren doch insofern verändert, dass viele Winzer zu ihren Betrieben zurückgegangen sind. Mittlerweile haben wir aber doch das Glück, dass hier wieder ein Leben entsteht und uns ist es wichtig, diese Kellergasse, dieses ganz alte Kulturgut zu erhalten, dass natürlich der Charakter dieser Kellergasse erhalten bleibt. Ich bin der Fritz Barth, bin da in der Kellergasse. Mein Hobby ist der Weinbau und du mit der Baumpresse noch pressen, wie vor hunderten Jahren. Es ist für mich ein reines Hobby und Liebe zum Wein und Liebe zur Kellergasse und muss sagen, Kellergasse ist Kultur und das werden wir weiterhalten. Mein Name ist Robert Neumeier aus Röschitz. Ich bin Kleinwinzer, also sagen wir so Hoppe-Winzer. Das Positive, das Lebensgefühl in einer Kellergasse ist halt einmalig. Das ist halt, das kann kein Fernseher ersetzen, das kann einfach alles, das ist einfach die Seele entleeren, wunderbar. Ich bin der Richard Stöger, ich mache in Röschitz Kellergassenführungen. Und genauso wie es beim Röschitzer Wein ist, erst wenn man die Flaschen aufgemacht hat, entdeckt man, was drinnen ist, ist es auch in der Kellergassen. Von außen vielleicht unscheinbar, aber wenn man innen drinnen ist, findet man viele kleine interessante Sachen, die man bei Kellergassenführungen bei mir entdeckt. Wir haben ein altes Gebäude gekriegt. Und der Zweck des Ganzen von dem Gebäude ist, dass man da Kochkurse macht, dass ich mein Wissen eigentlich weitergeben kann. Die Kellerkugel ist einfach ein Ort der Begegnung geworden. Wir sind die Familie Dunkel aus Röschitz und führen hier einen saisonalen Heurigen. Wir sind da in einem alten Presshaus. Seit über 30 Jahren gibt es da eben den kleinen Buschenschrank. Und für uns ist es wichtig, dass wir hier in der Kellergasse einen bodenständigen, traditionellen Buschenschrank führen. Wir sind hier in Röschitz im Weberkeller. Das Besondere an diesem Keller ist, dass es Schnitzereien in Lehm und Lös sind und dass es ein Querschnitt durch Geschichte ist, durch viele Politiker, durchs Kaiserhaus, durch die griechisch-römische Mythologie und natürlich auch durch den religiösen Bereich. Mein Name ist Ewald Gruber und ich betreibe gemeinsam mit meinen Geschwistern in Röschitz ein Weingut. Und wir haben uns entschieden, das Weingut zu vergrößern und den idealen Standort gesucht. Und mit der Anbindung an die Kellergasse hoffen wir wieder, einem Teil der Kellergasse Leben einzuhauchen.